Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei den Nachbarsbauern Challenge der Generationen. Wir sind wieder hier unterwegs auf der schönen Hinterkaifeck und ja, mit mir zusammen der Franken-Andi, der Bennett und der Simon. Guten Morgen, ihr drei. Grüß Gott. Guten Morgen. So, ich bin ja wieder aus dem Urlaub zurückgekommen, ne? Ich weiß nichts mehr. Wie geht das Spiel? Ah, kriegst du hin. Ah, da ist ein Absatz. Oh, es war geht schon los? Dann das. Geht schon los, ich mach gleich die Hälfte kaputt, gleich mal von Anfang. So. Das passt. Dann ist ja wieder als wie vorher. Wow, was war das jetzt? Warum ruckelt denn das jetzt gerade so? Ja, das war bei mir aber auch gerade. Hat bestimmt wieder irgendwie die anderen was gekauft. Tatsächlich haben wir nichts gekauft. Da war ist gerade irgendwas kommen, L von B, war wo ist I? Genau. Irgendein Feld oder mit Kehrtkuh irgendwas. Raps wollten wir ansehen, ne Simon? Ja, glaub schon. Läuft tatsächlich nicht so wirklich rund, ne? Irgendwie. Frames sind auch ganz schön im Keller. Boah, 30 habe ich. Das geht aber eigentlich. Ja, ist gut. Also hier ist alles gut. 50 FPS. 25 MS. So, Pflanzenschutz, die stellen wir schon mal bereit da vorne und dann. Da stehen Anhänger. Meine Güte. Dann tun wir Ballen pressen. Jawohl, soll ich euch mal ein paar Anekdoten hier aus dem Paulanergarten erzählen? Oh ja, mach das. Und wisst ihr, also, kein gescheites Bier? Nein, ich meinte, weil ich ja im Urlaub und so war. Ich habe hier die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen. Und so. Das glaube ich dir sofort. Ja. Fette Poolparty gemacht. War sehr schön. Ja, ja. Und auf der Alm war ich auch oben, bin so eine Sommerrodelbahn runtergebrettert. Oha. Ja. Die arme Rodelbahn. Ja, da, wenn da 200 Kilo an dem Rodler ziehen, also, da geht was. Das Problem an den Rodelbahn ist, wenn das da irgendwelche Leute das sind, die es nicht trauen, Gas zu geben. Ja, ich hatte ja meine Kinder mit dabei und meine zwei Kinder sind hinter mir gerutscht. Und die haben tatsächlich den Verkehr etwas aufgehalten. Also bei mir ruckelt es ohne Ende. Ich habe auch. Rückwärts fahren müssen wir auch mal wieder lernen. Läuft's bei euch flüssig? Ja. 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 War jetzt am Anfang ein bisschen, aber jetzt geht es. Dann zwischendurch immer so hängen, hau ich aber. Ja, das ist wirklich bei mir irgendwie permanent. Ja, das halt. Ja, zwischendurch manchmal, dass es gut hängt. Das ist halt, wenn man einen 5-Euro-Rechner von Kick hat. Ach so. Mhm. Ach, Mann. Wir hatten die Garagen hier so eng gebaut. Ich glaube, man wurde falsche Hof rausgesucht. Nö, ich finde den Hof ganz schick. Ich wachse noch rein da in das Loch. Und jetzt. Ah, jetzt passt's. Ist das so, Wacky? Ja. Ah. So, jetzt können wir endlich an die Arbeit gehen, produktiv was machen. Ah,
mal der Herr Crasher-Fahrer. Ja, hier ja, macht man den ersten Kipper gleich mal voll hier. So, Kartoffel, ne? Den guten Weizen hier mal unterziehen. Ohne Sperrbreite ist gut, da muss man jetzt weit nachfahren. Warum hat er da jetzt verstehen gelassen? Soll ich auch in Perspektive fahren? Oh Gott, aber beim Dreschen ist es halt dezent fürchterlich. Ja, beim Dreschen ist es nicht so. Aber beim Strohpressen ist es einfacher, ja, den Schwad zu treffen. Das stimmt. Ja. Ich fahre ja fast nur in Perspektive, aber. Ja, wir wissen, dass du am besten bist. Tja, es ist the one and only, ne? Genau. Und hier geht das wenigstens mit dem Stroh. Ich habe neulich für Moritz auf der Stappenbach Stroh gepresst. Da hast du gefühlt alle 5 Meter einen Ballen rausbekommen. Ich dachte, was ist denn das für ein... erstmal die Schwad schon riesig. Angefangen, steht. Und wirklich, also vielleicht wirklich 10 Meter weit gekommen und ein Ballen. Hm. Vielleicht war die Schneidewerk ein bisschen größer. Nee, der hat denselben Drescher wie wir. Und ich glaube mit dem Original-Ding auch. Also dürfte es kein Unterschied gewesen sein. Oh, Simon. Oh. Ja, das ist gut. Geht nicht mehr viel. Nö. Da kommt noch der zweite Waage. Irgendeine Taste hatte ich doch GPS einklinken. Oder nicht? Wird verfolgt. Du wirst verfolgt? Ich sehe da so einen roten Punkt hinter mir. Ach so, ja, ja. Aber als Verfolger würde ich das jetzt nicht direkt. Das ist nur so ein komischer Franke, denke ich mal. Was heißt hier komisch? Der ist ja ganz normal, der Franke. Für Franken ist er normal vielleicht. Aber das ist nichts. Der beste Franke in der Welt? Ja, das ist der Franke, den es nicht gibt. Was? Wir hier oben aus Münsterland sind viel besser als wir. Das glaube ich jetzt auch. Doch. Ja, da ist noch kein Unkraut gekommen. Aber ja. Andi. Ich weiß nicht, wo du meinst, dass wir im Norden wohnen, aber. Aber? Ja, für mich ist das hier kein Norden, wo wir sind. Da steht's noch. Weißt du? Das ist der Westen. Nee, das ist der Norden. Weißt du, du verstehst einfach die bayerische Schulbildung nicht, weißt du? Weil alles, was überhalb von Frankfurt ist, ne, ist im Niemandsland. Ach so. Ja, natürlich. Ich kenne das nur so. Alles südlich der Elbe ist Bayern. Sehr schön. Bayern ist ja auch nicht Deutschland. Muss man mal dazu sagen. Ja, das ist Österreich. Laut Gacki dann schon. Ah ja, herrlich. Ich glaube, ich muss hier mal kurz meinen Rechner gleich nochmal neu starten, weil irgendwie. Irgendwie ist ein bisschen zickig hier, der Kollege. Ja, auch der OBS macht mir hier ganz komische, merkwürdige Zahlen, dass er hier Frames auslässt und solche Sachen. Es ist
Gefällt mir nicht. Ich sag ja, 5 Euro Kickrechner. Ja, ein bisschen mehr hat es schon gekostet, aber. Achso, 10. Ja, nee, so viel waren es nicht. 55, weißt du, man muss ja sparen. Achso, ja, klar. Außer Speicherplatz nichts vorhanden, aber wow. Ja, dafür reichlich. Ja. Also ausgelassene Frames habe ich 18 gerade. Das hält sich in Grenzen. Ja, ich kann auch hier irgendwie das halbe Feld nicht täuschen. Warum auch immer. Oder doch Blechbüchse? Das liegt nicht, nie an der Maschine, sondern meistens am Bediener. Ach so, ja klar. Ja. Fehlercode 707 zwischen Lenkrad und Sitz. Oh. So, wenn ich den Vorwärtsgang einlege, könnte ich sogar vorwärts fahren. Wie? Ja, das ist, habe ich gehört. Du wirst genau nur Franken, ne? Ja. Die Westdeutschen kriegen das nicht hin. Also, wir sind super hier oben. Nicht alle, aber... Als sie jetzt noch im Norden, kannst du dich jetzt mal entscheiden? Ben, von dir sind wir immer oberhalb. Ja, also im Norden. Nein, wir sind im Westen. Ja, im Norden. Guck dir die Karte von Deutschland an. Ja, du bist im Norden. Dann bin ich im Westen. Ich bin im Norden. Andi? Ich kriege gleich einen Aggressionsanfall. Ja? Ja, jetzt schon. Es hat der Römer recht und die passt eistet. Eieiei. Schmeiß. Hallo? Hallo? Wäsche? Steht ein Thresher. Ja, der nicht tischt. So, Schneidwerk bitte senken. Danke, Nell. Der tischt nicht. Hm? Also jemand, der draußen spielt damit. Brauchen definitiv eine größere Sämaschine. Der tischt schon. So, jetzt bin ich der Verfolger. Nein, Hilfe! Ja, jetzt fahrt der zwei Pfeifer hintereinander her, oder? Ey! Warum? Folgt ihr euch gegenseitig, oder was? Nein. Ja. Mein Ping zum Surfer ist auch nicht besonders sich. Der schwingt ab und zu mal in den gelben Bereich um. Ja, das soll ich auch. Ich bin zwischen 30 und ja, 45 schwankt der bei mir. Bei mir zwischen 40 und 60. Ja. Bei mir zwischen 20 und 30. Sonst müssen wir vielleicht mal nach der Aufnahme, wenn Andi seinen Rechner neu startet, starte ich den Windows-Server einmal neu. Parallel dazu. Ja, also das Rechner starten geht ja bei mir ja relativ fix hier, die SSD und so, ne? Ja, der Server auch, da muss man halt einmal alle neu connecten. Ja. Der TS auch weg, oder ne? Ja, aber das ist dann nur für paar Sekunden. Mein Gott, wir werden uns nicht unterhalten können. Und das ist alles so schrecklich. Schön war eine Stille. Ja. Hallo, du findest meine Stimme toll. Ich bin voll nett, du Arsch. Äh,
so, du fährst jetzt. Oh, okay. Aber ja. Ich glaube, ich sammle erstmal jetzt Ballen ein, weil sonst hänge ich da ständig direkt hinter dir. Das ist auch so. Das ist richtig. Vor allem, wenn ich mal einen Fallen lasse und so, weißt du, dann puh. Ja, jetzt ist nur die Frage, wo ist der Ballenanhänger? Ich habe vor kurzem gelesen, dass extrem viele Ballenpässen bei uns hier Feuer gefangen haben. Wie kann das passieren? So, Hitze. Ja, ist schon klar, aber die Maschinen sind doch eigentlich getestet, oder? Also ich meine, Du hast es gesagt, eigentlich. Ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, dass die Landwirtschaft Heu und Stroh pest, wenn es draußen warm ist. Ja, aber wenn du so ein trockenes Zeug in der Presse den hast, hier noch nur ein bisschen schneller laufen lässt, wie eigentlich dort, dann weißt du, was noch passiert. Ach so, quasi hat man sich da nicht an die Herstellervorgaben gehalten. Kann gut sein. Ja, lass mal ein bisschen schneller laufen, Lord. Aber allgemein, die Dinge waren ja heiß. Und das Stroh ist trocken. Ist das normal, dass sowas machen kann? Bei uns hat es halt echt häufig gebrannt hier in der Ecke. Bestimmt 3-4 Mal. Wo die Maschinen da abgefackelt sind, wo ich mir dachte, das kann ja nicht sein, ne? Ja, ich weiß gerade, bei F hat mir nichts mitgekriegt. Ab letztes Jahr war jetzt auch über. Ich glaube, letztes Jahr ist bei irgendwie C50 mit so der großen Glaspresse hinter der Art verbunden. Oh. Teuer. Er ist meine halbe Million in Sand gesetzt. Wenn's. Ja. Aber da steckst du nicht drin. Nicht? Das ist es. Da kannst du machen, was du willst. Ja gut, wenn man die Maschinen außerhalb des empfohlenen Arbeitsbereichs bedient, dann kannst du schon was dagegen tun, ne? Nein, das ist normal, du musst ja auch, wie viel Stroh du da hast und wie schnell du da laufst, musst du selber gucken, wie schnell du das laufen lässt. Hm. Wenn ich das sehe mit 25, da über den Kamm ballern, ob das wirklich muss, weiß ich auch nicht. Ja. Der Problem ist ja nicht die Presskammer, sondern dass da bei den Keilriemen und so und bei den Ketten da viel zwischenkommt und dann wird halt heiß. Ja. Sobald da halt was brennt zur Presse, ist halt schnell komplett wegbrennt. Mhm. Ein Bekannter von meinem Schwager hat es geschafft, den Trigger noch voll abzubauen. Gut gehabt. Was heißt abzubauen, Zug mal los und dann mit hochfahren. Die Schläuche sind dann auch egal, ob der Trecker brennt nicht mehr. Ja, das würde ich auch sagen. Ja. Aber wenn du das jetzt siehst, du siehst es ja dann mal unbedingt gleich. Ja, das ist ja das Problem. Wenn du es früh genug siehst, dann geht es ja vielleicht noch, aber meistens siehst du es halt nicht. Brennt ja irgendwo in, dann fängt ihr auch noch. Jetzt heißt es wieder genau das Loch in der Decke treffen. Ach so. Gaki ist ein Loch, nicht so dein Element. Och, das geht schon. Ah, bleibst du stehen. Ich bin gerade mal überlegen, wie Simon und ich unser Imperium erweitern können.
Ja. Dann überlegt ihr das mal ganz in Ruhe, weil wir schon wieder fertig sind für heute. Oh. Die Zeit rennt einfach, das ist der Wahnsinn. Also, liebe Leute, guckt beim Andi vorbei, Link ist in der Beschreibung, lasst Däumchen da, gerne was in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht es gut und tschüss. Tschüss. Tschüss.